Es herrscht Hochbetrieb im GamePro Testlabor. Drei Versionen von Tony Hawk Ride sind bei uns eingetroffen, je einmal für Xbox 360, PlayStation 3 und Nintendo Wii. Jeweils natürlich auch mit dem neuen Skateboard-Controller. Wir wollen die drei Versionen untereinander vergleichen und spielen deshalb gleich parallel auf drei Konsolen. Tobi und ich zeigen euch hier, wie man das Plastikbrett von Ride richtig benutzt. Und so geht's auch. Der bequeme Kai hier verweigert das Rumgehampel komplett. Der alte Cheater hat nämlich sofort herausgefunden, wie man die Steuerung wirksam austricksen kann. Und gleich mal einen Highscore nach dem anderen eingefahren. Mann, 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 Kai, so kommt doch kein Spielspaß auf. Naja, zugegeben, richtig viel Spaß kommt auch nicht auf, wenn wir normal auf dem Brett stehen. Anfangs waren wir wegen der innovativen Idee mit dem Skateboard-Controller ganz angetan. Auf die Dauer eignet sich Tony Hawks Plastikbrett aber weniger zur Steuerung eines Skateboard-Spiels, sondern eher als schicker Briefbeschwerer. Beschleunigen und Manuals sind zwar an Bewegungen echter Skater angelehnt, sonst bleibt aber nicht viel Atmosphäre übrig. Reißen wir die Nase des Bretts nach oben, zeigen wir einen Ollie. Für Tricks kippen und drehen wir das Brett leicht in eine Richtung. Das fühlt sich nicht ansatzweise wie echtes Skaten an. Außerdem wird das Ganze schnell unkoordiniert, da wir durch die Bewegungen oft das Gleichgewicht verlieren. Da hilft nur ausgiebiges Training. Aber selbst nach stundenlangen Übungsrunden gehen die Tricks nicht so präzise vom Fuß, wie wir es gerne hätten. Die Entwickler von Robomondo haben sich wohl auch gedacht, dass Zocker anfangs mit dem Brett so ihre Probleme haben werden. Deshalb gibt es drei Schwierigkeitsgrade, die sind aber etwas unausgeglichen. Im leichtesten Casual-Modus rollen wir noch entspannt eine gelbe Linie entlang und kümmern uns nur um Tricks. In dem Modus funktioniert die Steuerung mit dem Board einigermaßen. Nur macht es nach drei Runden einfach keinen Spaß mehr, wie auf Schienen durch die Skateparks zu rollen. Ohne den vorgegebenen Pfad wird es aber schnell chaotisch, denn Richtungsangaben sind ziemlich knifflig. Unser Skater lenkt sich mit dem Plastikbrett einfach viel zu ungenau und wir sind mit der Steuerung teilweise heillos überfordert. Zumindest können wir Tony Hawk Ride auch mit Freunden spielen. Wechseln wir uns am Brett ab, kommt zumindest Schadenfreude auf, wenn der Kollege mal wieder gegen die Wand donnert. Hier seht ihr die PS3 und Xbox 360 Version im Vergleich. Wie ihr seht, gibt es kaum Unterschiede, sowohl auf Sonys als auch auf Microsofts Konsole ist die Grafik trotz Comic-Look einfach veraltet. Bis auf die ganz hübschen Modelle der Skater fehlt es zudem an Details. Die Skateparks sind größtenteils leer und langweilig geraten. Anders verhält es sich mit der Wii-Version. Trotz der begrenzten technischen Möglichkeiten von Nintendos Konsole sieht Tony Hawk Ride darauf ganz gut aus. Die Steuerung funktioniert zwar auch nicht wie gewollt, dennoch passt der Skateboard-Controller recht gut in das Konzept der Wii. Wie auf den anderen Konsolen auch, könnt ihr aber keine anderen Eingabegeräte verwenden. Nicht mal das Balanceboard lässt sich benutzen. Dennoch, Tony Hawk Ride macht als Wii-Titel noch am meisten Spaß.